bisschen durchhängen. Ja, was denn los? Ich kann gar nicht reden. Marianne, was los? Ich muss erst mal kurz atmen. Ja, atme mal, das ist immer gut. So, so. Was bedrückt dich, meine Süße? Das geht um meinen Mann. Hat er wieder seine Barthaare aus dem Waschbecken nicht weggemacht? Doch, also nee. Also nimm die mal und pack die mal auf sein Kissen. Mal gucken, was er dann sagt. Hegel, mein Mann, der... Was? Der hat Valentinstag vergessen. Was? Heute ist doch Valentinstag. Ist das so? Ja, wir vergessen. Ja. Also... Komplett vergessen. Ja, aber der Tag ist ja auch noch nicht rum, Marianne. Doch, der ist rum. Nee. Doch. Das ist erst Nachmittag. Nee, das ist die goldene Regel, Hegel. Was? Wenn du als Frau erst nach 16 Uhr einen Blumenstrauß kriegst, am Valentinstag, ja, dann ist es das Zeichen, dass dein Mann das vergessen hat. Also, Marianne. Ich verlange ja auch nicht viel. Nee. Ich bin ja eine bescheidene Frau. Ja. Aber zumindest ein Blumenstrauß von Birdes Blumenflora. Birdes Blumenflora, da hast du aber auch gleich den teuersten Laden ausgesucht. Ja, das ist, weil Birde die selber immer pflückt in Holland. Was hast du letztes Jahr denn bekommen von ihm? Da habe ich einen Blumenstrauß bekommen. Ja, das ist doch gut. Nee. Wieso? Das war ein Blumenstrauß. Ja. Von der Tankstelle. Ja und? Von der Tanke. Ja. Was kostet das da? 9 Euro? Ja, und Marianne? Jetzt frage ich dich. Was? Bin ich ihm nur 9 Euro wert? Das hat doch damit nichts zu tun. Das heißt, ich bin ihm genauso viel wert wie... 9 Hubba-Bubba-Kaugummis. Also. Hubba-Bubba-Hegel. Darf ich jetzt auch mal bitte reden? Hubba-Bubba. Erstens, Blumenstrauß ist Blumenstrauß. Hauptsache, er hat daran gedacht. Nee. Und vor allem, zweitens... Was soll denn überhaupt dieses dämliche Valentinstag? Das ist doch der Tag der Liebe. Das hat die Wirtschaft erfunden, damit wir mehr Sachen kaufen. Das ist, Petrus hat das, Der hat das Wetter erfunden. Petrus, Jesus hat das damals doch schon. Jesus? Seine Jünger, die hatten doch damals auch Blumen. Hä? Jesus hat auch gesagt, so Leute, wer jetzt hier mich beim Kaiser verraten hat, der kriegt jetzt eine Blume. Blödsinn. Eine Rose. Das ist der Bachelor. Das ist ja... Marianne, man braucht keinen besonderen Tag, um seinem Partner zu beweisen, dass man ihn liebt. Ich finde schon irgendwie. Dein Mann zeigt dir doch sicherlich jeden Tag, dass er dich mag. Na ja, also... Wann hat er dir denn das letzte Mal Blumen geschenkt? Wann war das? Letzten Sommer. So. Gelbe Nelken. Gelbe Nelken? Ja. Was bei dem denn falsch? Ich fand die schön. Ja, genau. Die sind ja auch schön. Sind sie auch? Ich google mal, wofür die stehen. Das ist bestimmt was Tolles. Für unendliche Liebe bestimmt. Gelbe Nelken stehen für Abneigung. Aber nicht nur dafür, Marianne. Nee. Auch noch für, Was? Tod. Mein Mann will die Scheidung. Marianne. Wieso habe ich denn nie gemerkt? Weißt du, was mein Mann und ich immer merken? Nee. An Valentinstag? Nee. Weißt du, wie wir den immer machen? Sag mal. Gar nicht. Wie? Das ist uns völlig egal, der Tag. Das geht auch nicht. Mein Mann ist mittlerweile ja auch mehr so eine Art Mitbewohner geworden. Wirklich? Da ist doch nicht mehr viel. Nee. Auch sexuell nicht. Hegel, nicht so laut. Ab und zu, sag ich mal. Was? Denn jetzt mal, sag ich mal, wenn er jetzt mal Geburtstag hat. Ja? Ja, dann. Was? Dann schüttel ich auch mal den Aal. Wirklich? Ja, aber. Was? Der Aal ist mit den Jahren auch mehr zu einer Art. Was sagen? Stichling geworden. Oha. Wobei, stechen tut er auch nicht mehr. Hecko! Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Eigentlich Aal, aber ich glaube, das überlege ich mir noch mal. Kenn ich. So ein schönen Fisch, das ist doch zu rutschig. Gesund, da rutsche ich ab und dann bin ich mir was. Da habe ich keine Lust auf eine gute Sache, oder nicht? Krieg ich Blinddarm von. Ja, dann gute Besserung. Ja.